traveling to Hanamura. Grandioser Start wieder ins Spiel hinein. Now entering the temple of Anubis. Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Overwatch. Und nein, wir sind zu langsam. Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Drüber schauen. Dieses Mal nicht im Ranked, nein, denn es wurde sich ausdrücklich was gewünscht, was ich auch ausdrücklich selber schon mal mir selber gesagt habe, es zu machen. Ein weiteres Vorstellungsvideo und zwar von dem neuen Charakter Sombra. Schwierigkeit steht tatsächlich 3 Sterne da. Okay, was wahrscheinlich hauptsächlich daran liegt, dass man irgendwie ihre Fähigkeiten zu irgendeinem guten Nutzen bringen kann. Was tatsächlich so gesehen nicht mal so einfach ist. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen mit ihr gespielt. Verdammt! Fand eigentlich auch ihren Spielstil oder was sie einen so als Charakter so aufdrückt als Spielstil gar nicht mal so ungeil. Hat mir sogar relativ viel Spaß gemacht. Und weil mit ihr ein riesengroßer Patch rauskam, habe ich das Gefühl, dass ich mit ihr jetzt immer noch am besten klarkomme. Weil ich mit niemandem mehr klarkomme. Also man muss sagen, ich habe 2 Wochen lang nicht gespielt. Grund war ziemlich viel Stress und KKG. Und also wie immer bei mir, typischer Grund, bester Grund. Muss man nichts weiter zu sagen. Und ja, was soll ich sagen? Danach kam nach diesen 2 Wochen ein riesengroßer Patch. Oder mit Hilfe während dieser 2 Wochen kam ein riesengroßer Patch. Und das heißt, das Spiel hat sich so beinahe komplett geändert. Und ja, ich hatte einfach auch keine Erfahrung mehr von Anfang an. Das heißt, mit anderen Worten, ich bin komplett aufgeschmissen gewesen, habe mich allerdings jetzt auch schon grundsätzlich wieder ein bisschen eingespielt. Ich sage viel zu häufig grundsätzlich, kann das sein? Grundsätzlich wahrscheinlich schon. Verdammt, lass ich mal vorbei. Ciao. Wie gesagt, ihr habt, glaube ich, gelesen, was ich alles machen kann. Sterben ist zum Beispiel eine Option, weil ich habe scheinbar nicht allzu viel Leben. Wenn Soldier und Roadhog meinten, sie müssten mich töten. Wobei es nur Soldier war tatsächlich. Okay. Apropos, bei dem großen Buff, ne, um das mal noch gleich mit reinzubringen. Soldier hat jetzt wesentlich mehr Angriff. Also macht mehr Schaden. Und seine Headshots werden letztlich noch... Könntest du aufhören? Dankeschön. Rechtsklick war hacken. Verdammt. Hm, wunderbar. Ich kenne mich schon perfekt mit dir aus, sagte er und verkackte die grundlegende Steuerung. Also, viel hat sich geändert, wie zum Beispiel Soldier mehr Angriff. Die Ultis sind grundsätzlich allesamt wesentlich schwieriger zu bekommen. Es dauert sehr viel länger. Ich hatte jetzt auch schon mehrere Spiele, wo einfach gar keine Ulti die ganze Zeit lang kam, weil das Spiel zu schnell vorbei war. Das ist wahrscheinlich nicht der Standard, aber die Spiele waren halt allesamt ziemlich schnell. Und, ja, daher muss ich selber erstmal mit dem Spiel an sich wieder klarkommen. Und das Schlimmste an Sombra ist, wirklich mit Abstand das Schlimmste, ist, dass ich sie nicht von, also in vielen Situationen, absolut gar nicht von, ach, wie ist die Kleine nochmal? Die, nein, verdammt, Schläge, aua, irgendwo Schaden. Ich wurde entdeckt, das geht auch. Dass ich von Symmetra, Charmarsche Menta, genau die sieht irgendwie unglaublich ähnlich aus zu ihr. Ich weiß nicht wieso, zumindest mir sieht so aus. Ich kenne jetzt auch noch nicht alle Skins von hier Sombra und Charmarsche Menta, aber nichtsdestotrotz, sie sehen relativ gleich aus. Also was machen unsere Gegner eigentlich? Die sind noch nicht mal hier durchgekommen. Und ich spiele gar nicht mal so geil und mein Team entweder richtig episch oder... ne? Sombra ist zwar eigentlich auch kein Angreifer. So, wenn ich jetzt nämlich hier, mich hinter ihm stelle, muss ich mich erstmal aufdecken und kann dann versuchen, ihn zu hacken. Und
wenn er gehackt ist, kann er seine Fähigkeit nicht mehr einsetzen. So, jetzt bin ich zum Beispiel relativ sicher vor dem Hook. Okay, und das geht allerdings relativ schnell wieder vorbei. Ich sehe sogar, wann er seine Ultis ready hat. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Könntest du bitte kurz sterben? Dankeschön. Und, ja, was soll ich eigentlich großes nochmal sagen? Alles, was ich hintergrundmäßig zu sagen hätte, steht, glaube ich, schon in den Kommentaren. Also in der Beschreibung, die durch die Kommentare wieder ausgeklügelt wird. Und alles, was ich falsch hatte, da wieder reingebracht. Was passiert eigentlich, wenn ich bei Reinhardt das Schild weghacke? Wir werden es wohl nicht erfahren, weil Reinhardt meinte, er müsste mich töten. Shit, aber übrigens, die, das Ding, dieses Unsichtbarkeitsmodus geht weg, sobald man getroffen wurde. Oh, guck mal, hi, Bro. Da können wir das doch gleich mal ausprobieren. Man muss halt relativ nah dran sein. Alter, das ist so mies. Also, das MG finde ich auch ganz geil, weil man kann halt relativ viel sprayen. Ich bin sowieso immer so ein Typ, der sehr, sehr gerne sehr viel sprayt. Alter, wie schwach sind unsere Gegner? Ah, okay. Alles klar. Aua. Sniper ist immer noch böse. Fähigkeiten von Sniper sind relativ selbsterklärend, wenn man es einmal so ein bisschen hat. Die Passive ist auch ziemlich geil, dass man geschwächte Gegner durch die Wand durch... Fuck. ...sehen kann. Aber wenn man dann so doof ist wie ich und halt in alle Gegner reinrennt, bringt einen das auch nicht so viel. Und das finde ich halt relativ geil. Wenn man unsichtbar ist, läuft man übrigens auch sehr viel schneller. Wie man sieht, sie sprintet sich hier einen ab. Komm schon, das schaffe ich. Ich bin auch Meister im Granatenwerfen. Ja, wunderschön. Das ist tatsächlich ziemlich geil. Also, sie so als DPS-Spieler finde ich eigentlich angenehm. Also es liegt jetzt, dass wir so hart gewinnen, liegt eigentlich bloß daran, dass das Team unglaublich scheiße ist. Das kann man mal mit Sicherheit festhalten. Und die Ulti war wieder ziemlich schlecht gesetzt, aber trotzdem, ist halt mal gut so mitzukriegen. Den Effekt finde ich auch übelst schlimm, was man gerade beim Gegner kurz gehört hat, wenn die Musik laut genug gestellt war. Wenn man gehackt ist, hat man so ein, wie heißt denn das? So ein Druck auf dem Ohr, so könnte man das nennen. Wo man halt einfach den ganzen Ton gedämpft hört. Und das ist so nervig und so schlimm. Aber ja, das war echt ein GG. Also ich habe zwar wieder nichts gemacht, weil ich euch bloß erzählt habe, wie schade das ist, dass das Spiel sich komplett geändert hat. Das stimmt aber, es fühlt sich an durch diesen Patch wie ein komplett neues Spiel. Ich habe auch seitdem noch kein Ranked probiert, weil ich weiß, ich würde verkacken. Oh, guck mal, da habe ich noch mit weggesnackt. Gern geschehen. I know skill play of the game. Ja, toll. Reg dich doch noch mehr auf. Und, ganz wichtig, heute werden richtig, richtig abgerockt. Also was anderes wird heute nicht. Aus dem einfachen Grund, ich spiele heute beim Free-to-Play-Wochenende von Overwatch. Heißt, jeder, mit dem ich spiele, ist ein absoluter Noob. Also jeder meiner Gegner. Was der Grund war, warum das Gegnerteam gerade einfach nichts geschissen bekommen hat. Das habe ich auch schon in COD immer geliebt. Way, heute ist wieder freies Wochenende. Also, lauter Noobs, die man wegklatschen kann, die nicht wissen, wie das Spiel funktioniert. Es ist auch nur so lange witzig, bis die dann in einem eigenen Team mit drin sind. Aber bis dahin macht es wirklich sehr viel Spaß. Habe ich gerade echt Hallo gesagt, während der Gegner mich nicht gesehen hat? Ach, mein Gott, Händchen, du bist echt äußerst schlau. Was ich auch cool finde, man kann sich zu diesem geworfenen Teil... Kam gerade irgendein Schuss lang... Ah! Hallo! Hey, sehr schön. Und... Ich wollte euch das gerade zeigen. Nicht geil. Also... Zentai 02... Alles klar, meine Liebe, du wirst jetzt vernichtet. Zumindest nachher im Spiel dann. Stimmt, ich habe auch noch gar nichts mit Dropper freigeschaltet, weil ich ja die ganzen Lootboxen noch nicht geöffnet habe. Dazu gibt es auch nochmal mehr zu sagen. Es gibt, das, was wir hier gerade spielen, ganz wichtig, auch noch eine große Neuerung, ist, der neue Schnellspielmodus. Es gibt einen neuen, wie meine Formulierung gerade leicht vermuten lassen hätte sollen können tun. Und zwar in diesem kann man die Charaktere,
kann man die Charaktere, die gespielt werden, immer nur einmal wählen. Also jeder Held darf nur einmal benutzt werden. Das heißt, es ist wie Ranked, bloß dass es nicht Ranked ist. Den alten Schnellspielmodus gibt es immer noch, den zeige ich euch aber erst im nächsten Video. So, weil wir dann den Arcade-Modus und so weiter durchgehen. Ich sollte mich beeilen. Das ist auch das Problem. Du willst schnell das Spiel spielen, alles klar. Beim letzten Mal Charaktervorstellung, ist mir scheißegal, wer so mit dem Team ist. Wir stellen einfach halt den Charakter vor und gut ist. Ist hier doof. Das ist der Grund, warum ich auch nicht direkt eine Sombra-Vorstellung machen wollte, weil ich mir ziemlich sicher war, es würde nicht funktionieren. Weil ich würde das Spiel starten, schnelles Spiel auswählen, das neue schnell spielen und wollte auf Sombra auswählen klicken und dann wäre es weg gewesen. Von jemand anderem. Weil fuck my life und so. Und hier genau, mit Shama Shimenta, ich bin einfach der Meinung, die sehen so gleich aus. Ich krieg's selbst, wenn die schießen, manchmal nicht mit. Das könnte sein, weil ich, wie gesagt, so lange raus bin und nicht mehr genau weiß, was, wie, wo, wann ist. Aber trotzdem finde ich das unfair. Und wie gesagt, ich finde die Fähigkeit ganz geil. Also das Rechtsklick ist hacken, der ist Gegner für eine Sekunde, zwei Sekunden gehackt. Oder ein bisschen länger, keine Ahnung. Kann jetzt seine Fähigkeiten nicht mehr einsetzen. Und irgendwas macht es auch noch bei Torbjörns Geschütz, wenn man das lang genug aushält. Ich finde Alex die Pose am geilsten. Mit der Fähigkeit weiß ich tatsächlich noch nicht so hart umzugehen, obwohl das die Fähigkeit ist, die man eigentlich benutzen sollte, um die Gegner richtig hart abzufacken. Aber gerade das Teleportieren, ich habe, wie gesagt, mit Anna immer sehr, sehr gerne diese Heilflasche irgendwo hingeworfen und damit dann Gegner getroffen, oder Freunde getroffen. Deswegen weiß ich ungefähr, wie die Dinger fliegen. Finde es auch immer wieder geil, das so zu benutzen. Schön, wie die jetzt schon allesamt Schaden haben. Hallo? Tschüss? Haha, du siehst mich nicht. Stimmt, wenn ich Gegner anremple, dann werde ich, glaube ich, sichtbar. Alter, das war schlau von ihr. Das war fucking schlau von ihr. Und nein, ich muss nachladen. Bleib hier. Shit. Gut, ich gehe dann mal. Du packst das schon, Widow. Okay, dir dieses, die alte Werbung noch mit, du packst das schon, Anna. Scheiße, ich wollte sie retten. Meine Mutter hat mir das auch jeden Morgen gesagt, so wenn ich zur Schule gegangen bin. Du packst das schon, Anna. Mutti, ich heiße Hans. Du packst das schon. Kann ich eigentlich zwei auf einmal hacken? Bringt es, also wenn ich das hacke, kann nur mein Team das benutzen und es geht wesentlich schneller wieder. Nein, aua, ouch. Stimmt, wenn ich jetzt Linksschiff drücke, komme ich gar nicht schneller weg. Muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Und sie werden schneller wieder hergestellt. Das ist an sich, wenn man keinen Heiler hat, also ein richtig beschissenes Team mit anderen Worten, ist das ziemlich geil. Andernfalls eher nicht so. Guck mal, das hier könnte ich vielleicht auch nochmal kurz hacken. Dann kurz zurückgehen. Die Zeit, die in der Mitte abläuft, ist übrigens die Zeit, bis das Ding verschwindet. Man kann es einfach nicht, also man kann es leider nicht Ewigkeiten stehen lassen. Oh shit! Level 5. Hätte sein können, dass er sich denkt, okay, ist verschwunden, ist nicht mehr da. Die Chance bestand. Bei dem Aim durchaus möglich. Ich habe tatsächlich auch manchmal nicht rausbekommen, warum ich manchmal nicht noch sehen könnte, manchmal nicht. Also ich bin der Meinung, es ist nicht komplett unsichtbar. Aber ich habe noch nicht häufig genug gegen den Sombra gespielt, um das mitzukriegen. Und, ah stimmt, und wenn man getroffen wird, dann hört das Hacken auch auf. Wäre vielleicht auch noch wichtig, das vorher zu sagen, damit ich es auch selber weiß, weil wie ihr mich kennt, selbst wenn ich was sage, vergesse ich es noch, also eigentlich alles komplett egal gewesen. Okay, ich weiß gar nicht, ob sie so ein guter Held ist für eine Verteidigung. Grundsätzlich weiß man bei neuen Helden meistens überhaupt nichts. Och, das wäre geil gewesen. Weil sie halt neu sind. Ich mache halt keinen Schaden außer mit Headshots. Zumindest gegen den... Hatte der Schild? Ich glaube, mit einem geschildeten Reinhard mache ich halt nicht so viel Schaden. Was wir nochmal kurz besprechen könnten, sind die ganzen anderen Erneuerungen. Also wie gesagt, die Modi wurden verändert. Manche Charaktere machen mehr Schaden. So Soldier 76 zum Beispiel macht richtig hart Schaden jetzt. Dann andere hatten Schaden verloren. Farrah kann jetzt beinahe ewig in der Luft fliegen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Komm schon! Nice, wo ist Farrah hin? Da. Ich hab sie gefunden. Toll. Okay,
An sich habe ich allerdings auch nicht alles durchgelesen oder erzählt bekommen, was Veränderungen da dabei sind. Das sind so die groben, die ihr euch merken könnt. Reinhards Schild hält jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob relativ oder überhaupt nicht mehr so viel aus. Es geht zumindest gefühlsmäßig viel zu schnell kaputt. Heroes Never, das ist schön. Es gibt neue Sprüche. Auch noch ganz wichtig, was ihr auch noch mitkriegen werdet. Bin ich zumindest der Meinung, dass wir es noch hören werden. Zum Beispiel von Mercy. Die hat einen neuen. Ja, hat jetzt einen neuen Freund. So schnell geht das. Und dieser neue. Ich habe vergessen, wie der heißt. Shit! Ein Glück war da so ein Ding. Was gibt es noch sozusagen? Hab's vergessen. Ich habe es mir alles irgendwann mal schön aufgeschrieben. Ist aber jetzt letzten Endes vergessen. Nein, nein. Weg hier. Verfolgt er mich noch? Ja, er verfolgt mich noch! Fuck! Nicht geil! Ganz wichtige Änderung auch noch, was für mich das Spiel auch ein bisschen tatsächlich negativ beeinflusst hat, war, dass die Ultis jetzt alle verlängert wurden. Also, das hatte ich vorhin schon erzählt, ne? Dass man teilweise ein ganzes Spiel ohne Ultis auskommen kann und gerade für mich, für einen, der einfach gar keinen Skill hat in den meisten Situationen und bloß hofft, dass er irgendwie durchkommt, am besten mit einer Ulti oder am meisten mit einer Ulti, hat halt jetzt wesentlich mehr schlechte Karten. Man muss jetzt einfach grundsätzlich wesentlich besser spielen. Hi. Nein, fuck! Man merke, das Spiel ist kein Übungsmatch. Wenn man Hallo sagt, schießen die Gegner trotzdem. Es sollte vielleicht für die meisten Leute logisch sein, aber ein Sino muss da nochmal nachdenken. Okay, komm, werfen das Ding mal irgendwo oben hin. Man muss halt auch noch schauen, wie man mit diesem Teil. Ah, fuck, hat mich gerade noch so getroffen. Gut an verschiedene Stellen kommen kann. Gerade da man es in der Luft aktivieren kann, gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. Aua, da irgendwie. Shit! Wegzukommen. Und nochmal für mich: Links-Shift ist nicht der Weg, die Attacke, die man nehmen sollte, um sich wegzuteleportieren. Es war bei Tracer, war Linksshift, glaube ich, nach vorne sprinten und E war rückgehen. Und ähnlich ist es halt hier, Linksshift halt weg teleportieren, halt wegrennen. Was allerdings, das unsichtbar machen dauert halt eine Weile. Das muss man relativ früh machen und wenn man halt getroffen wird, ist man wieder sichtbar. Das heißt, eigentlich ist das E irgendwo hinzulegen, dann anzugreifen. Und dann mit dem E, kurz bevor es weg ist, wieder zurückzugehen. Eigentlich auch ganz gut. Man teleportiert. Shit! Da ist wieder McPhee. Der gute Lutscher. Dich kriege ich schon noch tot. Keine Angst. Ich komme wieder. Keine Frage. Ich habe bloß keine Ahnung, wo hier hinten noch Healthpacks sind. Gerade mit Sombra werden, glaube ich, die Healthpacks noch wesentlich nützlicher. Wenn man sie so spielt. Also als DPSler war es ja auch immer schon wichtig zu wissen, wo die Healthpacks sind. Und diese zu benutzen war durchaus auch sehr wichtig. Kann ich jetzt eigentlich hier raushacken? Sah nicht so aus. Egal, ist tot. McCrease. Ah, das Heilding ist natürlich wieder da. Aber wie gesagt, ich hol dich noch. War zu erwarten, ne? Irgendwann musste ich ja ihn auch häufig genug treffen. Und jetzt holen wir uns kurz das Play of the fucking Game. Shit, zu früh E gedrückt. Aber ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Also einfach das Ding irgendwo hinzuwerfen und dann zu sagen, ciao. Ich bin halt in seinen Schlag reingefallen. Ungünstig. Muss man nochmal schauen, wie man es besser machen kann. Also erstmal irgendwo hinwerfen. Man kann es übrigens als Gegner auch zerstören. Also wenn irgendein Gegner schlau genug ist, darauf aufzupassen, dann kriegt man das Ding so ziemlich überhaupt nichts. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Zudem, ich war ja auch immer so einer, der das, der seine Ultis immer beschissen eingesetzt hat. Shit, nicht gut, mein E ist weg. Wieso ist das Pass noch da? Ach ja, klar. Ich glaube, aktive Ultis kann ich mit meiner Q auch gar nicht beenden. Ja, die waren gehackt und das E war trotzdem. Also ich muss es, bevor jemand seine Ulti einsetzt, benutzen. Ansonsten zählt es nicht. Das ist gut zu wissen. Was auch gut zu wissen ist, dass ich meine E auch machen kann, während ich unsichtbar bin.
Okay, und Widow Mine. Hallo! Guck mal, jetzt kurz dorthin. Wo bin ich? Genau richtig. Wunderbar. Das sollte ich vielleicht auch häufiger besser wissen. May war gerade da. Und es muss so geil aussehen, wenn Mercys Heilstrahl einfach ins Nichts geht. Okay, das verrät einen dann natürlich auch so ein bisschen. Aber... Fuck you. Ich dachte, ich wäre weg. Sie hat sich auf jeden Fall wild umgeguckt. Oh, das hasse ich auch, wenn... Ich habe ja schon ein paar Mal gegen Sombra gespielt. Und wenn Sombra sich dann, kurz bevor du das einfach irgendwo hinweg teleportiert und du hast keinen blassen Schimmer, wohin? Weil du nicht weißt, wo dieses Ding liegt. Das ist einfach, ungünstig. Oh, guck mal, Schaden erhöht. Mercy kommt mal nicht mit. Schaffe ich es gegen den? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, gut. Shit, die, die, die. Wo habe ich das Ding jetzt hingeworfen? Einfach mal so neben mich, um eine unnütze Teleportation zu machen, um die Gegner zu demütigen. Exakt so sieht's aus. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass man sich nicht noch mit teleportiert. Also, wie ich es mir vorgestellt hätte, man drückt E und dann wird man so langsam materialisiert an den Punkt, wo man hin will. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man in dem Moment, wo man... drückt. Nein, jetzt hat er Play of the Game. Fuck. In dem Moment, wo man drückt, an dem Punkt runterkommt, wo er gerade hin ist. Da habe ich aber am Ende auch noobig geschossen. Muss ich jetzt mal so zugeben, wie es ist. Muss man mal schauen. Also gerade ich muss mal schauen, wie man noch mit ihr spielen kann. Ich finde die Idee grundsätzlich richtig geil. Wow, das geht nicht über die ganze Map. War irgendwie zu erwarten. Wenn auch schade. Verfolgt mich nicht, verfolgt mich nicht. Nett. Und grandios. Ich weiß nicht, wie man mit der zielen kann. Oh. Ich meine, es ist eigentlich bloß eine MP. Wenn ich was in COD gespielt habe, dann waren es MPs. Aber mein Gott. Bullshit schieße ich hier teilweise raus. Wie gesagt, ich bin noch immer ein bisschen aus der Übung. So schnell kommt die nicht wieder. Man könnte übelst lange am Payload einfach bloß rumstehen. Theoretisch, wenn man das Ding richtig benutzt. Er hat mich getroffen. Nice. Heroes never die. Das Ding dorthin. Dann Self-Destruct Secrets ist nice. Da können wir kurz ein bisschen auf Reinhardt gehen. Den haben wir ja relativ schnell immer runterbekommen. Ob mich Hai nun auch trifft, wenn ich unsichtbar bin. Nein, das ist eine May. Oh, ich hasse sie immer noch. Auch wenn ihre Ulti diesen Buff, Debuff bekommen hat, mit nochmal extra 25% auf die Zeit drauf. Ich kriege es einfach nie mit, wenn ich eingefroren werde. So, oh, es läuft langsamer. Hackt mein PC? Ist alles in Ordnung? PC? Läufst du noch? Und dann so, hey, nein, eine May. Aber gut, auch gerade gegen May ist Sombra eigentlich ziemlich gut. Also, gerade mit dem E, wenn man gerade eingefroren wird, einfach sich zurücksetzen. Wäre doch mal nice. Nur mal so. Theoretisch. Und komm schon, Legendary? Nein, weil Idioten Mercy hochgevotet haben. Nur weil sie sich fürs Team geopfert hat. Warum muss man sie dann... Warum Löffelstiel? Muss man sie dann hochvoten? Das geht ja gar nicht klar. Na gut, das war jetzt wieder vielleicht ein bisschen lang mit der Vorstellung. Nichtsdestotrotz, danke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Das war Sombra, die jetzt einfach immer hier zu sehen ist, scheinbar. Und ja, sehen wir mal, wie es weitergeht, ob ich noch häufiger mit ihr spiele. Ich finde sie an sich ganz cool, aber mir fehlt der Bums dahinter. Gerade dieser Bums, die Ultis bringen. Jetzt, wo die Ultis auch noch wertvoller sind, weil sie seltener kommen, was ich jetzt schon zum dritten Mal angesprochen habe. Ist es halt meiner Meinung nach für einen Spieler wie mich, der nichts kann und hofft, dass er mit Glück gewinnt, sehr wichtig, starke, zerstörende Ultis zu haben. Und die Sombra-Ulti funktioniert halt alleine nicht. Die muss man benutzen, wenn man gerade einen Teamfight hat, wenn man gerade anfängt zu engagen. Engage! Sombra-Hack und die Gegner-Team tot. Aber ich kann halt alleine nichts reißen. Und wenn man dann in der Solo-Queue ist, wie es so schön im Fach hoch overwatchig heißt, ist halt das halt schwierig für mich, jemanden, der sich noch aufs Reden gleichzeitig konzentrieren muss, irgendwas dabei rauszuhauen. Es ist ähnlich wie mein Problem bei den Heiler-Ultis. Ich weiß nie, wann und wo und weshalb ich sie einsetzen kann, muss und sollte.
Aber gut, das kann sich also mit der Zeit doch ergeben. Schauen wir mal in Zukunft weiter darüber nach. Ja, das passt. Und damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.